Hallo und herzlich willkommen zum Sommerinterview hier an diesem herrlichen Ort, an diesem herrlichen Tag am Stausee in Hohenfelden. Und klares Wasser ist ein wunderbares Terrain für klare Worte. Mike Moring ist Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Mit den Entscheidungen Angela Merkels ist aber nicht immer einverstanden. Herr Moring, welche Entscheidungen in Berlin kritisieren Sie denn? Das waren ja keine einfachen Wochen und Monate jetzt, auch für die Bundesregierung und für die Bundesvorsitzende Angela Merkel. Es gab ja Ereignisse, mit denen konnte keiner rechnen. Die Frage in Libyen-Einsatz, die Euro-Krise, das Atomunglück in Japan und vieles andere mehr haben sozusagen neue Entscheidungen herausgefordert und mussten auch neue Antworten definiert werden in der Politik. Entscheidend ist, und das sehen viele so wie ich in der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, dass man diese Entscheidungen, die man neu machen muss, dass man die auch kommuniziert, dass man die erklärt, dass man die Leute mitnimmt, ihnen zuhört, möglicherweise seine eigene Entscheidung überdenkt. Und diese Prozesse müssen stattfinden, damit eine Volkspartei auch lebendig ist. Nun haben viele Mitglieder aus Enttäuschung die Partei auch verlassen. Wie kann man denn die wieder zurückgewinnen? Ganz schwierige Situation für die großen Volksparteien. Für die CDU alleine bedeutet das, wir haben jetzt weniger als 500.000 Mitglieder in Deutschland. Das ist ungefähr ein Mitgliederstand, wie die CDU Deutschland vor der Wiedervereinigung die letzten 73 und 74 hatte. Und das zeigt, dass wir schauen müssen, CDU, aber auch SPD und die anderen Parteien, wie erhalten wir unsere Bindungsfähigkeit, dass unsere Mitglieder begeistert sind, stolz darauf sind, Mitglied zu sein, mitmachen wollen, die Gesellschaft mit voranbringen wollen, aber auch andere begeistern, neue Mitglied zu sein. Und das geht am Ende nur, indem man sie teilhaben lässt, indem man den Mehrwert der Mitgliedschaft auch in besonderer Weise hervorhebt. Wer nur kommt zum Abstimmen und muss sagen, alternativlos Entscheidungen nachvollziehen, der wendet sich am Ende ab. Das eine sind die Mitglieder, das andere sind die Wähler. Die CDU ist die stärkste Partei im Lande, aber die Umfragewerte stagnieren, die FDP schwächelt. Wie kann denn so eine bürgerliche Mehrheit demnächst aussehen? Wir sagen ja immer, dass Umfragen zwar wichtig sind, aber wir Wahlen gewinnen wollen keine Umfragen. So gesehen muss man natürlich das betrachten, was derzeit gemessen wird demoskopisch. Und da liegt die CDU in Deutschland, wie auch in den meisten Ländern, nur so um die 30%. Und unser Ziel, unser Anspruch muss immer sein, dass die CDU stärker ist als 40% plus X. Nur dann hat sie auch alle Koalitionsoptionen und nur dann hat sie auch die Chance, selbst Verantwortung mit zu übernehmen und Regierungsfähigkeit auf den Markt zu bringen. Und da müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, dass wir da wieder stärker wahrgenommen werden und sozusagen das Vertrauen auch generieren, das man braucht, damit man bei Wahlergebnissen besser ist als in den gegenwärtigen Umfragen. Nun nehmen die Menschen auch so einen Flirt wahr, und zwar zwischen der CDU und den Grünen. Könnte das eine Koalition der Zukunft werden? Ich bin ja ein Freund davon, dass man sagt, mit den Partnern, mit denen man derzeit Koalitionen macht, muss man die Arbeit gut machen. Und wer die Arbeit gut macht, der kriegt auch den neuen Regierungsauftrag. Und ich bin nicht so ein Freund davon, dass man darüber redet, jetzt bin mal mit der SPD in Thüringen zusammen oder mit der FDP in Berlin und schauen schon nach dem Nächsten. Ich verwende immer so gerne so ein Sprichwort, wo man sagt, wer auf zwei Hochzeiten tanzt, der verdirbt sich mit dem Brautpaar und mit den Gästen. Und genauso ist es bei Koalitionen. Nichtsdestotrotz ist es schon so, die Grünen machen eine spannende Entwicklung durch. Sie waren glaubwürdig in der Frage der Atompolitik. Da das aber jetzt sozusagen abgegessen ist im politischen Geschäft, ist auch die Frage, wie können sich die Grünen aufstellen? Und bleibt das nur ein Phänomen, in den Umfragen jetzt zu stark zu sein? Oder werden sie wieder zurückgezoomt auf 5-6%? Das muss man beobachten. Ich finde, eine starke CDU hat die besten und die meisten Koalitionsoptionen von allen Parteien im politischen, demokratischen Spektrum. Bildungspolitik wird ein ganz großes Thema sein auf dem Bundesparteitag im November. Thüringen hat da viele, viele Vorschläge eingebracht. Wie soll denn zukünftige Bildungspolitik in unserem Lande aussehen? Also ich freue mich, dass die Bundespartei gesagt hat, wir machen einen ganzen Parteitag zur Bildungspolitik. Stimmen uns ab, weil viele Leute haben ihre Skepsis zum Bildungsföderalismus. Und da ist es, glaube ich, gut, dass die Union sagt, wir vereinheitlichen jetzt das, was wir aus den Ländern heraus wichtig finden für Bildungspolitik. Und dazu einen eigenen Parteitag zu machen, ist ganz entscheidend. Und wir haben als Thüringer eine große Handschrift mit an dem Leitantrag, der erarbeitet wurde. Und wir sind uns einig in der Bundespartei, dass ein paar Eckpunkte gelten müssen. Zum einen, dass wir ein gliedriges Schulsystem haben, dass wir auf die Eigenständigkeit von Grundschulen und Gymnasien Wert legen. Das ist für uns ganz wichtig. Dass wir eine leistungsgerechte Schule wollen, also eine Schule, wo es Schulnoten gibt und wo es Kopfnoten gibt. Und vor allen Dingen, dass wir aufhören, sozusagen die unterschiedlichen Begriffe von Schule sozusagen von Bundesland zu Bundesland anders laufen zu lassen. Wir haben vorgeschlagen, dass alles das, was zwischen Grundschule und Gymnasium steht, in der Sekundarstufe 1, unter der Dachmarke der Oberschule zusammenzufassen. Und dass man dort Hauptschulabschlüsse machen kann, aber auch Realschulabschlüsse machen kann. Wir sind ja in Thüringen vorangegangen, wir haben ja die Oberschule im Schulgesetz verankert. Und wir denken, dass auch der Bundesparteitag am Ende diesen Vorschlag nachvollziehen wird. Nun werden Rot-Weiß Erfurt und Karl-Zeiss Jena aufgehört haben. Mike Moring will ein Fußballteam gründen. Wie weit sind die Planungen? Ja, die sind sehr weit vorangeschritten. Wir haben ja letztes Jahr schon ein paar Spiele absolviert, waren auch
in der Mehrheit erfolgreich. Mhm. Und jetzt haben wir die ersten Herausforderungen für Rückrundenspiele. Mhm. Und wir starten damit im August und im September mit dem Team Mike Moring. Wir haben uns, unsere Mannschaftsfarben sind Schwarz-Rot-Gold. Mhm. Wir adaptieren sozusagen die Nationalfarben der Bundesrepublik und laufen auf dort, wo wir eingeladen werden. Wir haben auf meiner Homepage eine eigene Einladung eingerichtet. Mhm. Jeder, der auf meine Homepage klickt und möchte und uns einlädt, gegen die spielen wir Fußball und wir hoffen auch, dass wir erfolgreich spielen. Auf welcher Position spielst du da? Ich bin hauptsächlich derjenige, der die Mannschaft zusammenhält und habe eine große Mannschaft hier zusammen. Mhm. Und ich werde dort eingesetzt, wo der Trainer mich hinstellt. Bin da ganz bescheiden und demütig. Aber ich will vor allen Dingen, dass alle, die ich eingeladen habe, mitzuspielen in der Mannschaft, dass die auch zum Zuge kommen. Es soll ja auch Spaß machen. Mhm. Es geht nicht darum, wer ist nun der beste und der erfolgreichste Torschütze, sondern darum, dass eine gute Kommunikation zustande kommt. Und am Rande vom Fußball kann man eine Menge Dinge gerade in den ländlichen Regionen klären. Und dazu soll das dienen. Wenn man sich so die großen Fußballer dieser Welt anschaut, welchen würden Sie am liebsten verkörpern? Ja, derzeit finde ich die Stars aus Bayern München, ich bin auch Bayern München-Fan, mhm, wie auch Carl Zeiss Jena-Fan, ziemlich stark, von Steinsteiger über Robben und Ribéry und Thomas Müller. Die finde ich alle ziemlich stark, jeder auf seiner Position. Und ich freue mich im Übrigen auch auf die Verstärkung bei Bayern München mit Manuel Neuer. Mhm. So gesehen nicht, dass ich überhaupt geeignet wäre für Tormann-Aufgaben. Aber das, was der abliefert, kann sich schon weltweit sehen lassen. Dann wünsche ich Ihrer Mannschaft Hals- und Beinbruch für alle Spiele, so ein Wetter hier. Und natürlich für alle politischen Aufgaben, die im Jahr 2011 noch anstehen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Danke.